Ja, zum Abschluss heute möchte ich Sie einführen in ein neues Kapitel, und zwar in die iterative Lösung linearer Gleichungssysteme. Bis jetzt ist ja eigentlich noch nicht allzu viel passiert. Ich habe Ihnen versprochen, dass wir in der Lage sein werden, sehr große Gleichungssysteme zu lösen. Bisher ist davon noch überhaupt nichts zu spüren, denn das Einzige, was wir kennengelernt haben, ist die LR-Zerlegung. Und die LR-Zerlegung ist nichts anderes als die Gauß-Elimination, die Sie sowieso schon aus der Schule kennen. Das heißt, bis jetzt sind wir auch nicht schneller geworden. Ja, wir haben bis jetzt alles so ein bisschen mathematisch beschrieben, ein bisschen algorithmisch beschrieben, aber mehr ist überhaupt nicht passiert. Okay, das heißt, wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Und dazu werden wir uns iterative Lösungen anschauen. Iterative Lösung heißt, wir geben nicht die Lösung direkt an, sondern wir geben eine Folge an, die gegen eine Lösung konvergiert. Grundwerkzeug, das wir dabei benutzen werden, ist der Banner'sche Fixpunktsatz. Der Banner'sche Fixpunktsatz, den haben Sie kennengelernt in der Analysis 2. Dort ist es ein Hilfsmittel, unter anderem, um die Eindeutigkeitssätze zur Lösung von Anfangswertaufgaben für gewöhnliche Differentialgleichungen zu beweisen. Wir werden den hier sehr, sehr konkret benutzen. Das heißt, da wurde er sehr abstrakt benutzt und wir werden ihn jetzt sehr konkret benutzen. Und da das vielleicht was anderes ist und aus vor allen Dingen die Sachen auch schon ein bisschen her sind, möchte ich Sie hier einmal kurz erinnern, was das ist und die Beweise auch nochmal nachvollziehen, denn mehrere Resultate aus dem Beweis werden wir auch tatsächlich benutzen. Okay. Gut, also wir wollen uns anschauen den Banner'schen Fixpunktsatz, den Sie hoffentlich kennen aus der Analysis 2. Und wir wollen ihn im Wesentlichen anwenden in dieser Vorlesung auf den R hoch n. Damals haben Sie ihn auf Funktionenräume angewandt, sehr abstrakt. Wir wollen ihn wirklich anwenden auf den R hoch n. Dazu brauchen wir zunächst mal ein paar Grundbegriffe. Und zunächst mal sei hier g ganz allgemein eine Funktion, die geht vom R hoch n in den R hoch m. Das lasse ich hier nochmal zu. Später wird immer n gleich m sein. Und das sollen normierte Räume sein. Das heißt also, in jedem von diesen Räumen soll es auch eine vernünftige Norm geben. Die soll vordefiniert sein. Erstmal nenne ich ein G kontrahierend oder zusammenziehend, wenn, naja, also wie stellt man sich das vor? Was würde zusammenziehend bedeuten? Also wenn ich zwei Punkte x und y nehme in meinem Quellraum und mir dann die Punkte g von x und g von y hier vorne betrachte, dann würde ich doch wahrscheinlich sagen, das Ganze heißt zusammenziehend, wenn g von x und g von y näher aneinander sind als x und y. Okay, wir machen es ein bisschen schärfer noch, nämlich es soll nicht nur sein, g von x minus g von y in der Norm kleiner gleich, Entschuldigung, ne, steht dann kleiner, da sollte ein kleiner gleich stehen, jetzt habe ich auch noch hier den falschen Stift. Ja, so, okay, also hier soll ein kleiner gleich stehen, sodass das kleiner als Norm x minus y ist. Das wird man sich vielleicht jetzt im ersten Augenblick überlegen. Aber wir fordern noch ein bisschen was Schärferes, nämlich wir fordern, es gibt ein q kleiner 1, sodass sogar g von x minus g von y kleiner gleich q mal Norm x minus y ist. Das heißt, wir fordern, dass das wirklich auch eine bestimmte Rate tatsächlich kleiner wird. Okay, wenn das erfüllt ist, dann nennen wir diese Funktion g kontrahierend und wir werden feststellen, dass man diese Kontraktionseigenschaft im Allgemeinen sehr, sehr schnell feststellen kann. Okay, gut. Ein x-Quer heißt Fixpunkt einer Funktion g, genau dann, wenn g von x-Quer gleich x-Quer ist. Das heißt also, ich stecke das x-Quer in die Funktion rein und es kommt wieder x-Quer raus. Okay, kleine Anwendung. Warum ist dies kontrahierend eventuell interessant? Na, es gilt der Satz, wenn g kontrahierend ist, dann ist g zumindest mal stetig. Ganz einfach. Warum? Naja, sei xn eine Folge, die gegen x konvergiert, dann gilt, dass g von xn minus g von x in der Norm ist kleiner gleich q mal xn minus x in der Norm. Naja, und wenn xn gegen x konvergiert, dann heißt das, xn minus x konvergiert gegen 0. Das heißt also auch g von xn minus g von x konvergiert gegen 0. Und das heißt nichts anderes als g von xn konvergiert gegen g von x. Und damit ist g stetig.
Okay, gut, das reicht uns bereits, um den Fixpunktsatz von Banach zu formulieren. Ich möchte ihn in der folgenden Form immer nutzen. Ich habe vorhin schon gesagt, im Allgemeinen ist bei uns immer das x der R hoch n, aber ich lasse das hier mal offen. Ja. Also sei x ein Vektorraum, ein normierter Vektorraum, und dieser Vektorraum sei vollständig. Das heißt also, in x konvergiere jede Cauchy-Folge. Dann sei d nicht leer und eine Teilmenge von x, und zusätzlich sei es abgeschlossen. Abgeschlossen bedeutet, jede Cauchy-Folge in D, von der wissen wir zunächst mal, dass sie überhaupt konvergiert, weil das der Raum x vollständig ist. Und außerdem verlangen wir, dass der Grenzwert in D drin liegt. Das heißt also, jede Cauchy-Folge in D konvergiert auch tatsächlich in D. Okay. Weiter sei g eine Funktion, die geht von d nach d. Das heißt also, das ist jetzt wirklich eine wichtige Voraussetzung, die man nicht vergessen sollte. Das heißt also, das g sollte wirklich das d in sich selbst abbilden. Da werden Sie nachher sehen, wofür wir das brauchen. Und zusätzlich sei das g kontrahierend mit einer Konstruktionskonstante. Und da haben wir gesehen, dass dieses Q, das muss kleiner als 1 sein. Das heißt, das G soll diese Bedingung hier vorne erfüllen. Ah, jetzt habe ich hier was falsch gemacht, was eigentlich immer angemeckert wird. Ja, das soll natürlich gelten für alle x und y aus dem R hoch n in dem Fall. Ja, weil aus dem Raum, aus dem wir hier oben gekommen sind. Okay, gut. Das heißt also, diese Kontraktionseigenschaft, die soll erfüllt sein. Okay, wie viele Bedingungen haben wir hier, die wirklich nachzuprüfen sind? Zählen wir mal eben nach. Also erstmal muss der Raum vollständig sein. Das wird für uns immer eine sehr, sehr langweilige Sache sein, weil wir betrachten den R hoch n. Der R hoch n ist vollständig bezüglich jeder vernünftigen Norm. Dann das d muss nicht leer sein. Naja, gut, das ist geschenkt. Aber es muss eine Teilmenge von x sein. Insbesondere muss es abgeschlossen sein. Das muss man im Allgemeinen nachrechnen, dass wir eine abgeschlossene Teilmenge von x haben. Kann natürlich auch der gesamte Raum sein. Dann muss g eine Selbstabbildung sein. Das heißt also, das muss d wieder auf d abbilden. Das ist die dritte Bedingung, die wir nachprüfen müssen. Und es muss kontrahierend sein, das heißt, wir müssen oben diese Kontraktionseigenschaft nachweisen und wir müssen ein entsprechendes Q ausrechnen. Das sind insgesamt vier Bedingungen und die sind im Allgemeinen, wenn man sagt, wenden Sie den Banachschen Fixpunktsatz an, sind immer diese vier Bedingungen nachzurechnen. Und die Aussage des Banachschen Fixpunktsatzes ist, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann hat G einen Fixpunkt, und zwar genau einen Fixpunkt, das heißt, es gibt genau ein x quer aus d mit der Eigenschaft, dass g von x quer gleich x quer ist. Okay, wir machen einen konstruktiven Beweis. Ich weiß nicht, ob der Forster das auch so konstruktiv macht. Und zwar nehmen wir uns irgendein x0-Element d her. Das können wir tun, weil wir vorausgesetzt haben, dass das d ungleich der leeren Menge ist. Wenn das d die leere Menge wäre, könnten wir das x0 gar nicht wählen. Also wir wählen uns irgendeinen Punkt aus d, aus dieser Menge, wo das g losgeht und wieder landet. Dann definieren wir uns eine Folge, eine sogenannte Fixpunktfolge oder Fixpunktiteration, und zwar durch xk plus 1 gleich g von xk. Rekursiv definiert, das heißt, ich fange mit x0 an, dann ist das x1 definiert, x2 und so weiter. Warum ist das überhaupt sinnvoll, was hier vorne steht? Naja, das g ist eine Abbildung, die geht von d nach d. Das heißt, wenn ich hier etwas aus d reinstecke, dann kommt auch was aus d wieder raus. Das heißt, das hier vorne kann ich anschließend auch wieder in d reinstecken. Ja, also wenn ich das x0 hier vorne reinstecke, ich weiß, das x0 ist in d, g von x0, kommt das x1 raus. Und da das g von d nach d liegt, von d nach d geht, ist das x1 auch wieder in d. Und damit kann ich es tatsächlich hier vorne wieder einsetzen. Das g von x1 macht Sinn und damit kann ich das x2 dann anschließend ausrechnen. Okay, gut. Also meine Behauptung ist, diese Fixpunktiteration, die wir hier stehen haben, die konvergiert schon. Und nicht nur das, sondern sie konvergiert gegen einen Fixpunkt x2, gerade gegen dieses Element, das wir gesucht haben. Okay, wir zeigen, dass xk ist eine Cauchy-Folge. Und da wir wissen, der Raum ist vollständig, Cauchy-Folgen konvergieren, wir wissen, d ist abgeschlossen, das heißt also, der Grenzwert liegt in d, haben wir alles dann, was wir brauchen.
Okay, also erstmal schauen wir uns an xk plus 1 minus xk. Nach der Definition dieser Folgen ist das nichts anderes als g von xk minus g von xk minus 1. Ja? Gerade so, so haben wir es gerade definiert. Okay, jetzt bringen wir unsere Kontraktionseigenschaft ins Spiel. G von xk minus g von xk minus 1 ist also kleiner gleich q mal die Norm von xk minus xk minus 1. Das Spielchen kann ich jetzt immer weiter spielen, bis hier vorne das k minus 1 zu 0 wird. Und jedes Mal gewinne ich hier vorne so einen Faktor q. Das heißt, das, was hier steht, ist kleiner gleich q hoch k mal die Norm von x1 minus x0. Okay, gut. Erster Punkt. Vielleicht sollte ich mal eine 1 dran machen, weil das ist wirklich der erste Punkt. Dann der zweite Punkt. Was müssen wir machen, wenn wir zeigen wollen, dass irgendwas eine Cauchy-Folge ist? Naja, wir müssen zeigen, dass xl minus xk für zwei Folgeglieder klein wird. Okay, dann nehmen wir uns das her und ohne Einschränkung nehmen wir mal an, dass l sei größer als das k. Okay, dann rechne ich mal aus, was ist die Norm von xl minus xk? Naja, die schreibe ich als so eine Ziehharmonikasumme. Ja? Also dann nehme ich so ein xl, ziehe xl minus 1 ab, tue xl minus 1 wieder drauf, ziehe xl minus 2 ab und so weiter und so weiter. Ups. Und anschließend wende ich Dreiecksungleichung an. Das heißt, das xl minus xk ist kleiner gleich xl minus 1 plus xl minus 1 minus xl minus 2 plus und so weiter, bis ich hier am Schluss ankomme bei xk plus 1 minus xk. Auf alle, die hier stehen, kann ich den Satz anwenden oder diese Formel aus 1 anwenden, die ich gerade bewiesen habe, denn hier ist der Unterschied oben in den Folgegliedern immer gerade 1. Okay. Das heißt also, xl minus 1 ist nach dem, was ich vorhin gesagt habe, gerade kleiner gleich q hoch l minus 1 mal die Norm von x1 minus x0. Dies hier vorne, xl minus 1 minus xl minus 2, ich wende wieder den Satz an, ist kleiner gleich q hoch l minus 2 mal die Norm von x1 minus x0. Und so weiter und so weiter. Und am Schluss komme ich hier vorne an, das ist kleiner gleich q hoch k mal die Norm von x1 minus x0. Wenn ich die jetzt alle aufaddiere, die hier vorne stehen, dann sieht man erstmal, naja, die haben alle so einen gemeinsamen Faktor x1 minus x0. Die kann ich schon mal rausziehen. Ja, also das ist auf jeden Fall kleiner gleich. Ja, diese ganzen kleinen Gleichs hier vorne, das steht ja hier auf jeden Fall schon mal in x1 minus x0. Dann hier vorne, das geht hier los, die Qs gehen hier vorne los mit dem q hoch k und das geht bis q hoch l minus 1. Okay, das heißt, die haben alle mindestens ein q hoch k, was hier vorne steht. Das heißt, das q hoch k, das kann ich auch schon mal rausziehen. So, dann haben wir noch diese ganzen Summe über die q hoch j. Naja, und welche sind das jetzt? Naja, es geht mit q hoch k los. Das heißt, wenn es q hoch k habe ich rausgezogen, dann bleibt hier noch ein q hoch 0 über. Und der höchste Exponent ist q hoch l minus 1. Naja, da habe ich ein q hoch k rausgezogen, gibt ein q hoch l minus 1 minus k. Okay, das heißt also das hier, wenn ich diese Elemente hier unten alle zusammenzähle, dann steht hier gerade so ein x1 minus x0 mal q hoch k mal die Summe j gleich 0 bis l minus 1 minus k. Hoch j. Jetzt mache ich die größer, diese Summe. Und zwar lasse ich das nicht laufen bis l minus 1 minus k, sondern ich lasse es bis unendlich laufen. Ja, dann wird das bestimmt größer, was hier vorne steht. Das heißt, es ist kleiner gleich, kann ich so ein kleiner schreiben. Okay, x1 minus x0 mal q hoch k mal die Summe j gleich 0 bis unendlich q hoch j. Okay, aber wir hatten vorausgesetzt, dass q ist kleiner als 1. Auch 0 kleiner q kleiner 1. Haben wir das vorausgesetzt? Ja. Also, dass das q negativ ist, macht ja überhaupt keinen Sinn. Das heißt also, die Summe j gleich 0 bis unendlich q hoch j ist nichts anderes als 1 durch 1 minus q. Und dieser Term hier vorne, diese Summe macht absolut Sinn, denn das q liegt zwischen 0 und 1. Okay, gut. Das heißt also, das, was hier steht, ist kleiner gleich q hoch k durch 1 minus q mal die Norm von x1 minus x0. Okay, mit k gegen unendlich geht das hier vorne gegen 0. Das heißt also, für L und K gegen unendlich geht dieser Ausdruck hier vorne gegen 0. Okay, damit ist also XL, diese Folge der ganzen, diese Fixpunktfolge, ist eine Cauchy-Folge. Ja, genauso macht man das. Ich gucke mir an, dass XL minus XK zeige, dass das gegen 0 geht mit K und L gegen unendlich. Und wenn das so ist, dann ist das eine Cauchy-Folge.
Okay, gut. X0 ist eine Cauchy-Folge. XL ist eine Cauchy-Folge, Entschuldigung. X ist ein Banachraum. Das heißt, alle Cauchy-Folgen konvergieren. Das heißt, es gibt ein X quer mit der Eigenschaft, dass XL gegen X quer konvergiert. Okay, unser D ist vollständig. Das heißt, unser X quer liegt in D. Okay, gut. Jetzt nehmen wir uns mal vor, dass xk plus 1 gleich g von xk. So hatten wir ja unsere Folge tatsächlich definiert. Okay, jetzt lassen wir beide Seiten gegen unendlich gehen. Ja, also k gegen, ich lasse k gegen unendlich gehen auf beiden Seiten. xk plus 1, naja, also das ist die Folge xk, die konvergiert gegen x quer, das haben wir gerade gezeigt. Das heißt also xk plus 1, das konvergiert gegen x quer. Die rechte Seite, naja, da konvergiert xk auch gegen x quer. Aber wir hatten gezeigt, dass g ist stetig, denn g war kontrahierend. Okay, wenn xk gegen x quer geht und g ist stetig, dann geht g von xk gegen g von x quer. Das heißt also, mir bleibt gar nichts anderes über, wenn ich k gegen unendlich laufen lasse. Es gilt x quer gleich g von x quer. Und dabei benutzt haben wir, dass g stetig ist. Okay, das heißt also, diese Folge, die wir da oben definiert haben, die konvergiert und sie konvergiert gegen einen Fixpunkt. Okay, jetzt ist hier irgendwas passiert. Das sollte Fixpunkt heißen. Sei x-Schlange jetzt mal irgendein Fixpunkt. Ja, irgendein Fixpunkt von g. Das heißt, es gilt x-Schlange gleich g von x-Schlange. Okay, dann kann ich mit Sicherheit schreiben, die Norm von x-Schlange minus x-Quer ist gleich g von x-Schlange minus g von x-Quer, denn also wenn das beides Fixpunkte sind, dann gilt ja g von x-Schlange gleich x-Schlange und g von x-Quer gleich x-Quer. Okay. Das ist nach unserer Kontraktionseigenschaft kleiner gleich q mal die Norm von x Schlange minus x in minus x quer. Ja, so. Jetzt nehmen wir mal an, dass x Schlange minus x quer wäre ungleich 0. Dann steht hier, q ist größer gleich 1. Das ist ein Widerspruch, denn wir haben vorausgesetzt, q ist kleiner als 1. Das heißt also, es bleibt mir nur 1 über, dass x Schlange minus x quer in der Norm ist 0. Und das bedeutet nichts anderes als x Schlange gleich x quer. Und das heißt, jeder Fixpunkt ist gleich x quer oder mit anderen Worten, es gibt nur einen Fixpunkt und dieser Fixpunkt ist eindeutig. Okay, damit haben wir den kompletten Satz bewiesen. Ja, unter diesen Voraussetzungen, die wir vorhin alle aufgelistet haben, gibt es tatsächlich einen eindeutigen Fixpunkt. Dieser Beweis zum Fixpunktsatz von Banach, der tut aber noch ein bisschen mehr. Er liefert nämlich nicht nur die Existenz, sondern der sagt mir auch schon, wie ich diesen Fixpunkt bekomme. Ich muss nämlich einfach nur irgendein Element aus meiner Menge D nehmen und dann das G immer wieder drauf anwenden. Und wenn ich das ausreichend häufig mache, dann bekomme ich auf jeden Fall eine Folge, die gegen unseren Fixpunkt konvergiert. Ja? Also wenn ich nah dran will an unseren Fixpunkt, nehme ich einfach irgendein Element, wende das G ganz häufig drauf an. Und wenn es mir gefällt, wenn ich glaube, ich bin nah genug dran, dann höre ich auf und sage, das ist eine gute Näherung für meinen X-Quer, für meinen Fixpunkt. Das ist im Grunde die Idee. Okay, das heißt, Banach liefert nicht nur die Existenz, sondern liefert uns auch ein Rezept, wie man diesen Fixpunkt bekommt, also liefert uns bereits einen Algorithmus. Jetzt habe ich gerade was gesagt, was sich nicht gut anhörte. Und zwar, ich habe gesagt, naja, wenn ich glaube, ich berechne ganz viele Folgeglieder und wenn ich glaube, ich bin nah genug dran, dann höre ich auf und präsentiere das dem Benutzer als eine Näherung für den Fixpunkt. Naja, die Frage ist natürlich sofort, woher weiß ich denn, dass ich nah an einem Fixpunkt bin? Ich möchte natürlich eigentlich gerne so eine Abschätzung haben, die mir zu jedem Zeitpunkt sagt, wie weit bin ich denn hier jetzt noch vom Fixpunkt entfernt? Und sobald diese Entfernung klein genug ist, akzeptiere ich das, was ich aktuell habe, tatsächlich als eine Abschätzung. Ja, es könnte zum Beispiel sein, der Benutzer sagt mir, ich möchte meinen Fixpunkt genau haben auf 10 hoch minus 15. Ja, da muss ich halt so lange iterieren, bis meine Abschätzung mir sagt, der Fehler ist kleiner als 10 hoch minus 15. Okay, tatsächlich haben wir diese Fehlerabschätzung gerade schon mitbewiesen. Und wir schauen uns das einfach mal an. Wir möchten wissen, wie weit ein gegebenes Folgeglied xk noch weg ist von dem x quer, das wir einfach suchen. Dafür suchen wir eine obere Abschätzung. Ja? Wir möchten das nach oben abschätzen.
Okay, wir können sagen, dass x quer minus xk ist bestimmt der Limes L gegen unendlich xl minus xk, ja? Denn das hier konvergiert gegen x quer. Okay, xl minus xk, da haben wir oben bewiesen, ja, vielleicht ziehe ich das mal einmal runter, dass xl minus xk ist kleiner gleich q hoch k durch 1 minus q mal die Norm von x1 minus x0. Ja? Hier das xl minus xk ist kleiner gleich q hoch k durch 1 minus q mal die Norm von x1 minus x0. Okay, das heißt also, das, was hier vorne steht, ist kleiner gleich q hoch k durch 1 minus q mal die Norm von x1 minus x0. Das heißt also, ich muss nur, angenommen, ich kenne das q, angenommen, ich weiß, wie kontrahierend mein g tatsächlich ist, dann kann ich sofort von vornherein sagen, okay, wenn ich 100 Mal dieses g angewandt habe, dann ist die maximale Abschätzung, die maximale Fehler, der dann noch auftreten kann, also der Unterschied zwischen meinem 100. Folgeglied und dem Wert, den ich tatsächlich suche, den ich nicht kenne, der ist höchstens so groß wie q hoch 100 durch 1 minus q mal die Norm von x1 minus x0. Und dies hier kenne ich natürlich, sobald ich die ersten beiden Folgeglieder ausgerechnet habe. Dies nennt man auch eine a priori Abschätzung. Und a priori bedeutet in dem Fall, naja, also wenn ich gerade mal angefangen habe zu rechnen, nämlich wenn ich nur x1 und x0 ausgerechnet habe, dann kann ich schon von vornherein sagen, jetzt mache ich noch 100 Mal Anwendungen von g und dann weiß ich ganz sicher und garantiert, dann ist mein Fehler klein genug, dann ist mein x quer minus xk so klein, dass ich es als eine Abschätzung akzeptieren kann. Okay, a priori im Vorhinein. Ich kann also im Vorhinein sagen, wie groß der Fehler sein wird. Wir hätten gerne noch eine andere Abschätzung und dazu definiere ich mir einfach mal eine zweite Folge. Und zwar diese zweite Folge der yj oder yl, die fängt diesmal an mit dem xk. Ja, das heißt, ich definiere mir mein y0 als xk und das bedeutet, mein y1 ist wieder die Fixpunktfolge. Das heißt also, y1 ist g von y0 und y0 war xk. Das ist also nichts anderes als das, upsala, da bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Egal jetzt. Das g von y0 ist das g von xk und g von xk war das xk plus 1. Ja? Also einfach nur, ich mache dieselbe Folge nochmal, nur diesmal fange ich mit dem xk an und das nächste Folgeglied ist natürlich dann das xk plus 1. Okay, gut. Ich möchte auch diesmal abschätzen, was ist das x quer minus xk plus 1? Okay, x quer minus xk plus 1, das ist jetzt also dasselbe wie das x quer minus y von 1. Ja? Das xk plus 1 war nichts anderes als das y von 1. Okay, x quer minus y von 1. Das y ist eine Fixpunktfolge. Und das heißt, ich kann die Abschätzung, die ich gerade da oben gehabt habe, die kann ich jetzt anwenden. Ja? Da ist also k gleich 1. Das heißt also, x quer minus y von 1 ist kleiner gleich q durch 1 minus q mal y1 minus y0. Einfach nur jetzt das hier vorne angewandt auf die y-Folge anstatt auf die x-Folge. Okay, und das ist nichts anderes als q durch 1 minus q mal, naja, y1 war ja, wo steht's? y1 war xk plus 1, y0 war xk, also gleich q durch 1 minus q mal xk plus 1 minus xk. Okay, das heißt also, hier steht wieder so eine Abschätzung, wie weit bin ich noch entfernt? X quer minus xk plus 1. Aber diesmal wird das nicht festgemacht an x1 minus x0, sondern es wird festgemacht, naja, hier vorne an den letzten beiden Folgegliedern. Ja? Ich stecke hier vorne die letzten beiden Folgeglieder rein und bekomme dann wieder eine Abschätzung. Eine Abschätzung dieser Form heißt auch a posteriori Abschätzung. Und das ist eine Abschätzung im Nachhinein. Im ersten Augenblick denkt man vielleicht, naja, das ist ja doof. Ja? Also beim ersten, da konnte ich von vornherein schon sagen, ich mach 100 Schritte und dann bin ich fertig. Beim zweiten Mal weiß ich es jetzt nicht. Also wenn ich diese Abschätzung hier vorne benutze, dann muss ich jetzt jedes Mal nachgucken, ist jetzt das q durch 1 minus q mal xk plus 1 minus xk schon klein genug? Wenn ja, dann darf ich aufhören. Wenn nicht, dann muss ich nochmal warten und muss wieder neu nachgucken. Tatsächlich ist diese zweite Abschätzung, die wir hier haben, diese a posteriori Abschätzung, viel, viel attraktiver. Warum?
Naja, diese A priori-Abschätzung hier vorne, das ist sowas wie eine Worst-Case-Abschätzung. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Die nimmt an, das ist das Schlimmste, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass das nur mit Q hoch K abnimmt hier vorne. Und es könnte aber sein, dass wir ganz viel Glück haben und wir landen zum Beispiel mal irgendwann direkt auf dem Fixpunkt. Das würde diese Formel hier überhaupt nicht merken, weil die sich ja immer nur die ersten beiden anschaut. Ja, also angenommen, so irgendein Folgeglied ist mal selbst der Fixpunkt, dann würde diese Abschätzung hier vorne das gar nicht merken. Diese Abschätzung hier, naja, also was bedeutet das, wenn wir irgendwann mal wirklich auf dem Fixpunkt landen, dann sind ab da natürlich alle Folgeglieder gleich. Ne? Ich schätze, ich stecke ja immer das G rein. Wenn das G ein Fixpunkt ist, dann passiert nichts mehr auf der Folge. Würde bedeuten, dass x square minus xk plus 1 ist gleich 0, sagt mir diese Abschätzung, weil dann ja xk plus 1 gleich xk ist. Das heißt, man ahnt vielleicht schon, diese erste Abschätzung ist so eine Worst-Case-Abschätzung, die nicht so genau ist. Und diese zweite Abschätzung, diese a posteriori-Abschätzung, die wird meistens wesentlich genauer sein, sie wird wesentlich besser sein als die andere. Und deshalb versucht man immer, solche Abschätzungen von dieser Form hier vorne zu bekommen. Okay, und wie wir das Ganze dann nun anwenden können und Beispiele dafür, das werden wir uns in der nächsten Vorlesung anschauen.